Hallo und herzlich willkommen hier bei den Card Buddies. Und heute gibt es wieder ein besonderes Video, denn es ist ein Box-Battle gegen den Jux. Jux CCG? Ich glaube Jux Ich glaube nur Jux. Genau. Und wir battlen uns mit einer ETB von Team Syntrumpf. Und zwar, wir haben unsere Lieferung gekriegt und es ist eine total gerippte ETB. Schaut mal, total eingedrückt. Hier ist schon aufgeschlitzt und... Kann ich das reklamieren? Im Grunde genommen müsste man es reklamieren, aber wir haben uns gedacht, das kann uns doch nur Glück bringen. So eine ramponierte ETB. Machen wir die jetzt mal auf. Schauen uns mal diese formschöne Verpackung an. Alter, wie ist das denn? Ich hoffe jetzt einfach, du darfst nicht die Booster. Und das ist die Ecke. Aber das macht nichts, weil, schau mal. Also hier, das ist zwar tatsächlich die Ecke, wo die Booster drin sind. Aber die Booster sind so formschön hier in die Ecke gepresst. Genau. Und zwar machen wir ein Battle. Das bedeutet, es gibt für die, für die Reverse Rares und Holos. Übrigens, guck mal, das ist... Alter. Okay, die, ihr wollt ja auch immer das Innenleben davon sehen. Da gibt es ja einige, die das kritisieren, dass wir das nicht richtig zeigen. Da sieht immer das Ganze... Die sehen gut aus. Die sind ganz witzig, ehrlich gesagt. Und dann haben wir natürlich immer noch die Päckchen Sleeves, die ganzen Dingens hier. Und im Idealfall habt ihr eine ETB, die... die ihr auch benutzen könnt. Hier passen jetzt halt nur noch 400 Karten rein, weil... Ne? Egal, wir schweifen wieder links. Also wie gesagt, es ist ein Battle und es gibt einen Punkt für Reverse Rares und Holos. Zwei Punkte gibt es für eine Prisma-Karte. Drei Punkte für eine GX-Karte. Vier Punkte für eine Full-Art-Karte, sei es ein Pokémon oder ein Trainer. Und 5 Punkte gibt es tatsächlich für eine Secret Rare, eine Rainbow Rare oder eine alternative Artwork-Karte, die ja relativ selten sind. Yes. Und wir hoffen natürlich auf so eine, um 5 Punkte zu kassieren. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier das Battle gegen den Jux. Und danach geht ihr zu ihm und schaut euch mal an, was hier so abging. Jawohl. Und hoffentlich. Und Codes gibt es leider noch nicht, weil die sind nämlich für jemanden, der möchte die Codes gerne haben. Und wir beginnen mit dem allerersten Booster und wir haben eine wunderschöne, wunderschöne Feuerenergie. Du bist heute so... Ich bin so sentimental, ich weiß. Mein Herz geht auf. Die Flammen... komm. Zu viel Wasser? Nein. So, wir haben jetzt ein Kikli. Kikli. Metallschutzbrille. Ein Anteron. Ein Zorua. Hornliu. Watzapf. Elezeba. Ein Paras. Oh, es ist ein wundersames Labyrinth. Das sind zum mal 2 Punkte. Ding. Das ist nice. Das ist sehr nice. Und Gengar Mimigma. Das heißt, unser erstes Pack bringt uns einfach 5 Punkte. Das ist gut. Das also, müssen wir auch erstmal hinkriegen. Wir starten mal schon mal sehr prächtig. Das Relax hat auf jeden Fall ein bisschen was zu mampfen. Und ich würde sagen, du gehst jetzt mit deiner Sentimentalität da weg, auch wenn sie was gemacht hat. Ich nehme die Feuerkarte mit. Mein Herz brennt. Da habe ich gerade drauf. Mein Herz, das brennt, wenn ich dich sehe. Ich glaube, das ist das Copyright-Verletzung. Oh, keine Ahnung, das werden wir nachher sehen, wenn wir eine E-Mail kriegen. Keine Ahnung. Aber kurz nochmal zu Jux. Er macht auch TCG-Videos. Da könnt ihr euch gerne mal auf seinem Kanal austoben. Und am besten, wenn ihr auf sein Video klickt, lasst Grüße von den Card Buddies da. Darf ich? Ja. Wow! Wir haben noch einen Punkt. Bing, bing. Und? Nice! Noch ein Punkt! Wir haben es jetzt auf jedem Slot, wo wir einen Punkt hätten holen können, einen Punkt geholt. Mhm. Ne? Sehr nice. Das heißt, wir sind jetzt bei 5, 6 und 7. 7 Punkten. Oh, geil! Das ist ja mal eine Über-ETB, ey. Die ist gut. Die ist bis jetzt sehr, sehr schön. So, Dennis, hau raus. Dahin. Ich hab doch eine Tüte noch mit. Ja. Tütchen. Dennis hat immer seine Tütchen bereit, deswegen geht's ihm noch immer. Nein, kein Code. Oh no! Ist das die Rare? Ja. Guck mal. Warum? Ich hoffe, da jemand drauf Nein, hat nicht. Piep! Egal, hoffen wir, das ist nix. Jetzt ist es natürlich. Elisard, Sabrinas Vorschlag. Mizunder. Alola Slimer. Ja, mein Cosmog. Flamiao. Slimer. Owei. Nur ein Kokuna. Und ein Pantimos. Das ist okay. Aber es sind wieder 3 Punkte. Ding, 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 ding. Siehst du, meine sentimentale Anrede. Also wir stehen jetzt bei 10 Punkten. Bei einfach wir haben noch mehr als die halbe ETB da liegen. Ne? Geil. Bei Card Buddies werden nicht nur Kanäle zerstört, da werden auch ETBs zerstört. Nein, wir zerstören keinen Kanal. Ach so. Ich hab gedacht, Leute, lasst auch immer ein Abo bei Jux da. Ja, ist okay, Dennis. Ich muss Werbung machen. Ich bin heute wie in meiner... Mach doch mal Werbung. Nein, zurück.
Hau raus! Mach doch mal Werbung für uns. Nein, das ist doch das Format, in dem wir Werbung für andere machen. Wisst du hast keinen Punkt geholt auf dem Slot. Ziggy, Ziggy. Und auch ein komischer Geier. Schade. Griffeldi sieht aus wie ein Marabu. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Marabu aussieht, dann googelt jetzt Marabu. Nein, googelt nach dem Video, bitte danke. Das ist ein hässlicher Vogel. Vogel, Vogel. So, wir sind bei 10 Punkten und können wir noch was holen? Das ist jetzt die große Frage. Wir haben hier eine Wasserdisk. Ammonitas, Kangama, Anton. Unsere ECB. Fifian. Anola Kleinschein. Leider nur ein Hornliu. Und ein Pantimos. Ja, jetzt hast du ein Niemals. Das wird jetzt ein Cringe-Video. Okay. Warum habe ich mich da auf den Kopf eingelassen? Los, zieh noch was. Wir brauchen was. Leute, Kanal abonnieren. Von Dax. Also, und unseren. Dennis, bitte. Ist alles okay? Wirklich? Also, ich glaube, hilft. Ich glaube, wir ziehen hier noch eine Rainbow Rare. Send help. Sind wir immer noch im Keller eingesperrt? Ich glaube, ja. So, wir ziehen hier noch eine Rainbow Rare, hast du gesagt. Okay, Kabuto und ein Taubboss. Leider keine Rainbow Rare. Vorgel. Aber wir haben insgesamt 2 Packs. Bevor wir hier weitermachen, ein bisschen Formschönheit reinbringen. Zack. Zack. Ich bin jetzt zack. Du bist zack? Okay. Ich bin auf Zack. Das erklärt alles. Das erklärt wirklich alles. Ich bin auf Zack. Nein. Aber das ärgert mich, dass das Pantimos hinten so damaged ist. Hast du irgendwie eine geheime Liebe für Schlager? Kann das sein? Nein, ich hasse eigentlich Schlager. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Fasching und Karneval oder wie das ganze Zeug auch heißt. Einfach. Das kommt ja jetzt alles wieder. Oh Gott. Cosmo, Flamiau, Klavion und ein Starmie. Letztes Pack. Dennis hat gesagt, wir ziehen nur noch eine Rainbow Rare. Aber trotzdem, 10 Punkte. Ist gut. 10 Points are very good. 10 Points goes to. Das muss alle erstmal schlagen. Ja, Mann. Also, Zero hat es damals nicht geschafft. Mhm. Vielleicht ja diesmal. So. Dukles. Spoiler, Spoiler. Marty. Martin. Voltoball. Hornliu. Skalück. Dratini. Zorua. Heine Molga. Und unsere letzte Rare-Karte ist ein Bibor. Dennis. Leider nicht, egal, aber trotzdem, wir haben 10 Punkte. War eine super gute ETB, ja. muss man echt so 10 sagen. Punkte. Also, Jax. Schlag das mal. Schlag das mal. Wir sind gespannt auf dein Video. Und ja, wie gesagt, das Übliche. Checkt unseren Discord ab, Insta, eBay, Card Buddies. Card Buddies. Checkt die Card Buddies ab, die sind cool. Abonniert die, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann. Card Market wollte ich sagen. Card Market. Und ihr könnt auch gelegentlich Spreadshirt, Merch von uns kaufen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten verlinken wir jetzt hier den Kanal von Jax. Geht zu ihm rüber, wenn ihr von uns... Nein, kein Coinflip. Geht zu ihm rüber, schreibt... Grüße von Card Buddies und dann wissen wir Bescheid, wer von uns zu ihm gewandert ist. Abonniert auch. Wir wollen mindestens 20 Abos heute schaffen, da drüben. Und ja. Ansonsten gibt's nichts mehr zu sagen. Bis dahin. Ciao. Ciao.